Und hallo zurück zu Beyond Two Souls. Genau, Beyond Two Souls. Alarmstufe Rot im DPA-Gebäude. Hauptgebäude, ne? Ja. Größtes. Und wir setzen fort. Warum roter Alarm? Oh ja. Ich glaube, Nathan war das, oder? Ja, irgendwie hat ein er ein bisschen Feld durchgedreht. Ja. Vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Überall Existenz. Der Schild funktioniert nicht! Die Seiten, das würde sie aufhalten! Nicht jetzt ein! Judy, nur sie können das noch stoppen! Dawkins ist wahnsinnig, das fängt das Feld jetzt verjagen! Ja, ja, schon klar, ich würde ihm jetzt am liebsten eine klatschen. Ich sollte sie töten, McGrath. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie sie. Schlag ihn! Gehen Sie mir aus dem Weg! Kann ich nicht! Werden mich sofort ausbringen, Clayton! Action, Clayton, das ist dein Befehl! Danke. Danke, ja. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir ich hoffe, dass er drauf geht. Von der Existenz so zerfetzt wird, dass nichts überbleibt. Ja, die Frage ist, was passiert, wenn dieses Feld einbricht? Wenn das Portal implodiert. Der größte, leistungsstärkste, tollste, beste Kondensator. Beeilung! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier, lass das Militär bezahlen für den Mist. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Aber ein Eindämmungsfeld? Die Frage Aiden. Ist, ob du Aiden nutzen kannst. Richtig. Mit dem Ding. Oder ob das Aiden nicht sogar im schlimmsten Fall abtrennt. Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Darüber streiten wir jetzt bitte nicht. Da ist ein schwebender. Entweder ist das Ryan. Das oder ist Ryan, der hat die Bewegung gemacht. Der hat die Bewegung gemacht, sich den umzulegen. Oder das ist das. Der war einfach nur beim. Da ist er doch. Okay, ich dachte gerade. Der ist einfach ist nur beim Türschließen bei nicht passend reingekommen. Ja, okay. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Die Betasonne. Niemand war hier da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Mal schauen. Neugierig auf eine Demonstration des Eindämmungsfelds bekommen. Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Deckung verstecken, ich komme noch nicht ganz drauf klar. Ja, mir ist es auch noch ein bisschen
bisschen weird. Weird, ja. Lass dich da nicht einfach zurück. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Dahinter wartet. Die Betasonne. Die Betasonne. Als hätte ich den Text geschrieben. Ja gut, aber... Finde die Betasonne. Wie kann man das Ding denn übersehen? Wenn man blind ist. Nein. Doch. Ich glaube auch, dass man die fühlt. Guck dir die an. Ja, aber woher weißt du, dass das, was du da fühlst, dieses Windige, eine Beta-Sonne ist? Das könnte auch das Beta-Lüftchen sein. Shut up. Aber hier sind gar nicht so viele Existenzen. Krass. Verlorene Seelen! Sie kreisen uns ein! Ich weiß! Alter. Das ist schon heftig. Ja. Ach ja. Wo haben wir denn endlich mal... Okay, weird. Ryan! Ryan! Du musst weiter, Jody. Du kannst jetzt nicht auf Ryan warten oder nach ihm suchen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Richtig. Kannst nur hoffen, dass wir nicht alle drauf sind. Ey, Nassim ist auch... Auf keinen Fall beschuldigen, der hat eine Knarre. Schau doch hin! Das hast du getan! Du hast alles zerstört, weil
Du hältst mich nicht davon ab. Es sei denn, du tötest mich. Du kannst mich nicht stoppen, Jody. Du kannst mich nicht davon abhalten, meine Familie wiederzusehen. Ich mache dem Tod ein Ende. Niemand wird ertragen müssen, was ich ertragen musste. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Tut mir leid, Nathan. Am Anfang warst du mir noch lange, lange Zeit sympathisch. Du hättest ihm keinen Vorwurf machen sollen. Ganz am Anfang ein bisschen beruhigen sollen. Jetzt ist er bei seiner Familie. Ich glaube, das ist jetzt so besser. Ja, gut. Das Kurs beenden, Jody. Du hast für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Aber wie gesagt, hier sind kaum Existenzen. Richtig. Nur Seelen. Richtig, richtig. Was nicht heißt, dass da nicht noch was kommt. Ich wollte gerade sagen, von dem Geräusch her kommt jetzt die Existenz. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Denk da. Mir muss was einfallen. Fuck. Hier. Nein, was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm was und tu es. Diese Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Überlege. Ja. Ja, so ein Spruch muss aber dann kommen. Irgendwie sowas, das. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Alter. Wie sie mich auch alle aufhalten wollen, ey. Ich meine, nachvollziehbar, die wollen halt ein bisschen Welten infiltrieren, aber... Ich glaube, das gerade waren halbwegs Erinnerungen und die Seelen, die halt hier rüber wollen. Ja. Sie hat den Gürtel nicht mehr an, übrigens. Sieht zumindest so aus.
heißt, sie durchlebt gerade selber noch ein paar. Ja. Fuck it, Alter. Die reist quasi in ihrer Kindheit zurück, je näher sie da dran kommt. Ihr reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, diesmal gibt's richtig Ärger! Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling, er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nicht zu ihm. Ha! Ich will meinen Sohn sehen. Das heißt, das. Das war wirklich. Ist ihr Zwilling. Ja. Mein Zwilling. Waren wir gar nicht so verkehrt mit unserer Vermutung. Ja, Mann. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich hab dich geliebt. Und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Sie ist zwischen den Welten. Sieht so ein bisschen so aus. Sieht so aus, ja. Hell oder dunkel? Hell oder dunkel? Hell oder dunkel? Die Frage ist, welche Welt? Was? Ich glaube, die rechte Welt ist die Infrawelt, die linke ist die richtige. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Alter, ich spiel's ja sowieso noch ein paar Mal durch, wie die alle Enden haben. Entscheiden. Eigentlich will ich eine Münze werfen. Eine Münze werfen? Sagen wir. Ja gut, werfen wir jetzt eine Münze? Was? Kopf? Ich nehme mein Headset, dann hört es klingeln. Nee, ich mach's doch nicht auf dem Tisch. Ah, okay, nicht auf dem Tisch. Kopf, beziehungsweise Brandenburger Tor, wir gehen rechts. Kopf rechts, okay. Zahl links. Weidro ist mein Zeuge. Brandenburger Tor. Rechts. Auf geht's. Es ist die Frage, was passiert und welche Welt ist es? Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jody. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Okay, gut. Ich dachte, das wäre jetzt direkt eine feste Entscheidung. Oder sie guckt erst in beide rein, ich hoffe. Die andere Seite. Eine andere. Ich genau übrigens andersrum. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Wir haben rechts gesagt. Ja. Wir haben rechts gesagt. Ja. Dann gehen wir erstmal wieder ins Leben für diesen Durchgang. Ja.
wenn wir leben, können wir ja irgendwann immer noch sterben. Zu den anderen. Natürlich. Eigentlich müssen wir nur warten, länger als vorher. Es ist auch, jetzt ist auch wieder die Frage, was ist für sie schlimmer? Eigentlich müssen wir das Ding auch noch zerstören. Oder ist das... Wir haben den Kondensator abgeschaltet. Jetzt erst. Es kann auch sein, dass wir nur die qualvollere Version gewählt haben. Das kann auch sein, das weiß gerade noch keiner. Wir leben. Oder sind beide im Jenseits? Mm-mm. So sieht das Jenseits nicht aus, das hast du gerade gesehen. Woher willst du das wissen? Wir haben es gerade gesehen. Ja super, wir haben auch eben eine riesige Sonne gesehen. Die Beta-Sonne, die den Raum auch komplett verändert hat. Also das ist ja aber jetzt wohl keine Begründung. Schon groß der Raum. Wir haben es geschafft. Aiden? Komm schon, meld dich. Das ist jetzt die Frage. Ob er wirklich weg ist. Und es sieht stark danach aus. Vor allem jetzt, da sie weiß, was er wirklich ist oder wer war. Wer er wirklich ist, beziehungsweise war. Und nicht was. Der Straße steht ein Haus am See. Das ist aber ein Fluss. Ja, vielleicht ist er ein See in der Nähe. Seitdem die Beta-Sonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn.
In Freiheit. Ohne, dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Cool. Ja. Also, hat die Heilung gereicht? Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. No, jetzt habe ich nochmal die Wahl, ey. Mit wem? Zoe würde ich nicht nehmen. Alleine aber auch nicht. Ich tendiere irgendwie zu Jay. Eher als zu Ryan, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß nicht, Ryan oder Jay. Jay, also allein der Name gefällt mir nicht. Das ist relativ nah an so anderen an, Sachen. An Gay? Ja. Ja, aber er war bedeutend. Aber Ryan liebt uns wirklich. Aber wir machen Cliffhanger. So. Arschloch. Nein, es ist halt so. Tschüss. Ja, ciao.